Hey, mein Name ist Marc Schulpin und ich begrüße euch zum ersten YouTube-Video der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter der Stadt Aachen. Ja, wir sind zu Hause, ihr seid zu Hause, ich bin zu Hause, ihr seht, das ist meine Küche. Das ist eine ungewöhnliche Form der Arbeit, aber die Corona-Krise zwingt uns dazu. Deshalb haben wir uns überlegt, wir nehmen ein Video auf, um euch zu erreichen, um euch was zu erzählen. Jetzt werdet ihr im Video nicht alle Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sehen, denn für manche ist gar nicht YouTube das Medium, mit dem sie gerne arbeiten, oder Film das Medium, mit dem sie gerne arbeiten. Manche haben gerade diese Woche auch Urlaub gehabt und so weiter und so fort. Gleich im Anschluss folgt ein kleiner Film, den ich mit 5, 6 Kolleginnen zusammen gemacht habe, wo wir eine kleine Ansprache an euch halten. Es gibt aber noch ein paar andere Kolleginnen, die ja gesagt haben, ey, wir wollen aber gerne ein Bild von uns in dem Video haben. Und das ist zum Beispiel Nicole Schellenberg, Christiane Dohle, Max und Clara, Kollegen, die ich vorher noch gar nicht so kannte und gar nicht gewusst habe, dass sie mit in unserem Team sind. Und Ruth Kumbus, unsere Teamleiterin, hat auch ein Gruppenfoto von uns herausgekramt. Und unsere Idee war es auch, so ein Video zu machen wie das hier, damit ihr vielleicht auch auf die Idee kommt, Videos zu machen und euch irgendwie kreativ zu betätigen in der Zeit, in der ihr gerade nicht in die Schule gehen dürft. Wenn ihr sowas gemacht habt oder wenn ihr es noch tun wollt, dann haut rein und schickt uns das irgendwie. Ne? Ladet es bei YouTube hoch, stellt es bei Insta rein oder so. Schickt uns die Links, wir gucken es uns gerne an und kommentieren es auch irgendwie gerne. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das auf jeden Fall bei uns melden, weil wir sind einfach daran interessiert, was ihr so die ganze Zeit macht. Wir kriegen ja gar nichts mit, wir haben uns seit 4 Wochen nicht gesehen, also ihr seht jetzt gleich das Video, das wir letzte Woche zusammen produziert haben, jeder für sich zu Hause, aber ne, irgendwie dann schon zusammen. Wir haben online ziemlich viel kommuniziert, eine Videokonferenz dazu gehalten. Das könnt ihr jetzt gleich sehen und wenn euch das ganze Video gefällt, das erste Schulsozialarbeitsvideo, dann gebt uns ein Like, schreibt gerne das in die Kommentare oder abonniert den Channel der Stadt Aachen. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir, die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, senden euch auf diesem Weg ganz liebe Grüße und sagen, was für eine Zeit. So haben wir und vermutlich auch ihr alles euch nicht vorgestellt, als es vor mehr als 3 Wochen am Freitag, den 13. März, hieß, dass eure Schulen bis nach den Osterferien geschlossen bleiben. Kein Sport im Verein, kein Chillen im Park, kein Kino, keine Stadtbummel und vor allen Dingen keine Freunde treffen. Und für die Jüngeren unter euch, kein Rutschen und Schaukeln auf dem Spielplatz, kein Schwimmbad, kein Toben mit euren Freunden. Stattdessen jede Menge Zeit. Zeit zu Hause gefüllt mit Lernen über Listen und Plattformen oder auf Suchseiten wie FragFin, Blinde Kuh oder der Lese-App Antolin. Täglich gibt es neue Aufgaben. Aber auch Zeit für viele schöne Dinge, wie in Ruhe ein Buch lesen, etwas zeichnen oder bauen oder basteln. Musik hören, vielleicht sogar selbst einen Song texten, ein Gedicht schreiben oder ein Spiel selbst erfinden. Welche Ideen habt und hattet ihr? Vermutlich auch viel Zeit bei Netflix, TikTok, YouTube und so weiter. Und die Jüngeren von euch haben bereits alle Ausmalbilder ausgemalt, alle Hörspiele gehört, alle Legosteine verbaut und bestimmt auch alle Playmobil-Figuren eingesetzt. Und dazu gibt es noch sehr viel räumliche Nähe mit euren Familien, mit euren Eltern, vielleicht sogar mit jüngeren oder älteren Geschwistern. Vielleicht auch Unklarheit darüber, wie es weitergehen wird. Einigen von euch macht es vielleicht nichts aus, alleine und mit der Familie sehr viel Zeit zu Hause zu verbringen. Andere fühlen sich vielleicht einsam, traurig, unzufrieden. Wiederum andere von euch bekommen mit, dass die Eltern sich mehr Sorgen machen als sonst. Vielleicht, weil sie nicht mehr arbeiten gehen können und gerade kein Geld verdienen können. Andere bekommen vielleicht mit, dass es mehr Streit in der Familie als sonst gibt. Und dann gibt es noch welche, die vielleicht den ganzen Tag alleine zu Hause sind und nichts mit sich anzufangen wissen. Falls euch die aktuelle Situation gerade Sorgen macht oder ihr euch nicht wohlfühlt, könnt ihr euch gerne an die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter eurer Schulen wenden. Wie ihr sie erreichen könnt, erfahrt ihr auf der Homepage eurer Schulen.
Und falls euer Schulsozialarbeiter oder eure Schulsozialarbeiterin in den Ferien nicht erreichbar ist, meldet euch über das Kinder- und Jugendtelefon unter der Nummer gegen Kummer 116 111 kostenlos und anonym. Wir hoffen und wir wünschen euch, dass ihr aus dieser neuen und herausfordernden Situation das Beste macht. Und wir sind froh, euch bald in der Schule wiederzusehen. Wir vermissen euch. Bis dahin und bleibt gesund.